Laura Maria Reiper, sie zeigt Blutergüsse nach Sport, Zeitpunkt wirft Fragen auf. Laura Maria Reiper hat Aufnahmen geteilt, die ihren Körper mit blauen Flecken zeigen. Ursprung, ihr Aerial Loop Training. Aber wieso teilt sie das jetzt? Das Wochenende scheint Pietro Lombardis, 30, verlobte Laura Maria Reiper, 28, vor allem mit Sport zugebracht zu haben. Sowohl in ihrem Instagram-Feed als auch in ihrer Story veröffentlichte die Blondine Fotos und Videos, die sie bei Übungen am sogenannten Aerial Hoop zeigen. Dabei räkelt sich die Influencerin in einem Luftring, der an der Decke befestigt ist und vollbringt beeindruckende akrobatische Leistungen. Laura Maria Reiper veröffentlicht Video, das sie mit blauen Flecken zeigt. Dem Hobby ging Laura bereits vor der Geburt des kleinen Amelios nach, musste zuletzt allerdings länger pausieren. Jetzt ist die 28-Jährige wieder aktiver, scheint sich sogar in einem Pole Dance und Aerial Studio in Leichlingen bei Köln angemeldet zu haben. Mit jedem kleinen Schritt wächst etwas Großes, der Weg ist genauso wertvoll wie das Ziel. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze in einem Jahr bei mir aussieht, so die Hobbysportlerin am Sonntag, 24. November, unter einem Video. Doch Aerial Hoop scheint Laura nicht nur große Freude zu bereiten, die neue Trendsportart hinterlässt auch Spuren auf ihrem Körper. Das verriet sie mittels eines Videos in ihrer Story, auf dem sie ihr Bein in die Kamera hält, das mit zahlreichen Blutergüssen übersät ist. Vor allem ihre Kniekehle hat einiges abbekommen, doch die Influencerin nimmt es gelassen, wie sagt man so schön, Sport ist Mord. Das ist nicht alles, ich bin komplett blau, überall, hört man sie im Hintergrund amüsiert sagen. Blutergussaufnahmen nur kurz nach Polizeieinsatz, Zeitpunkt macht stutzig. Nun mag es sein, dass Laura Maria Reiper lediglich stolz ihre Verletzungen präsentieren wollte, um zu beweisen, wie zäh sie ist. Immerhin sind blaue Flecken eine logische Konsequenz des Aerial Hoop Trainings, da dabei manchmal das ganze Körpergewicht von einem Arm oder Bein gehalten wird. Einen faden Beigeschmack hinterlässt die Aufnahme in ihrer Story trotzdem. Grund dafür sind die Schlagzeilen, die die Lombardis kürzlich mit einem Polizeieinsatz in ihrem Zuhause machten, der durch einen aus dem Ruder gelaufenen Streit ausgelöst worden sein soll. Laut Bild wurde Laura Maria Reiper danach nämlich wegen Blutergüssen ins Krankenhaus gebracht. Pietro Lombardi durfte seine eigenen vier Wände im Anschluss 2 Wochen lang nicht betreten, wie sein Anwalt mitteilte, weil der Vorwurf der häuslichen Gewalt im Raum stand. Warum Laura Maria Reiper also genau jetzt das Risiko eingeht, mit Aufnahmen von blauen Flecken Assoziationen mit dem Vorfall zu wecken, wirft Fragen auf. Immerhin sollte der Influencerin bewusst sein, dass ein Video, das sie mit blauen Flecken zeigt, einige Fans verwirren könnte. Prompt wurde übrigens die Kommentarfunktion unter ihrem Aerial Hoop Video im Feed deaktiviert, und das, obwohl Laura erst vor einer Woche einen ähnlichen Beitrag gepostet hatte, unter dem ihre Fans sich noch äußern durften.